Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal BenCake28. Weiter geht's mit Football Tactics and Glories and dem Football Star DLC. So, ganz kurz vorab. Zwei wichtige Punkte. Erstens, ich hoffe, dass ich endlich das Problem gelöst habe mit dem schwarzen Rand links und rechts zu meinen Aufnahmen. Ich habe mir gedacht, da ich selbst ein gewisses Baujahr habe, müssen meine Aufnahmen genauso aussehen wie zu der Zeit, als ich auf diesem Planeten schlüpfte. Ja, Spaß beiseite, dem war nicht so. Ich hoffe, dass meine Einstellungen jetzt korrekt sind. Es kann sein, dass ich vor jeder Aufnahme die manuell wieder einstellen muss, obwohl eigentlich eine Grundeinstellung das richtig steht. Wenn ich dann die Aufnahme eigentlich soweit starten möchte und in der Oberfläche bin, tauche ich jetzt dann nochmal ab. Schauen wir das nochmal an und in meinem Aufnahmeprogramm, tata, war es tatsächlich dann wieder verstellt. Dann habe ich es jetzt wieder zurückgestellt. Ich hoffe, dass der schwarze Rand also weg ist. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Gut, soweit schon mal dazu. Als nächstes noch etwas anderes, meine Lieben. Und zwar seht ihr mich jetzt immer auch auf Twitch. Ich versuche immer mittwochs und sonntags für euch was aufzunehmen. Sonntag ist so ein bisschen immer was mit jemandem, den ich kenne. Und mittwochs mache ich so mein eigenes Ding. Mittwochs kommt Old World und vorerst sonntags immer Warhammer. Ich würde mich freuen, wenn ihr da regelmäßig dabei seid und reinschaut. So. Jetzt geht's aber weiter zum rundenbasierten Fußballspiel, was mir übrigens sehr viel Spaß macht und ich hoffe euch auch. Und deswegen geht's auch jetzt schon mit der Folge, glaube ich, 13 weiter. Und dann schauen wir uns mal jetzt als nächstes Unterhaching an und da kommt eine Meldung bei Transfers. Boah, 203.000. Ist krass, Karlsruhe aus der dritten Liga, der KSC, komm vorbei und will Hubner kassieren, ey. Geil, mehr fordern. Gucken wir uns mal kurz an, die Situation, Hubner hier, der Innenverteidiger. Gucken wir mal ganz kurz, so steht in der Außen, ja, klar wollen die den haben. Nee. So einfach kriegen die den nicht. Da schon mal ganz klar erwähnt. Wird teuer, der Kerl. So, ich habe halt auch keinen Verteidiger mehr. Das ist halt das Ganze, ne? Das ist halt einfach das. Transfers, seht ihr jetzt hier zum Beispiel Verteidigungswerte, die eher so ein bisschen traurig sind. Ne? Das ist halt alles nichts, ja. Der ist neu dazugekommen. Was soll man mit so einem Stürmer bitte anfangen? Ja, der ist von Unterhaching auch noch, ja. Also unser Gegner jetzt, ich glaube, da steht nicht mal in der Startelf, der Hartl. Ne, der ist sogar noch auf der Ersatzbank, der Typ, ne? Voll geil. Okay, alles klar. Dann haben wir das schon mal geklärt. Oh, der ist aber gut hier, der Könemann. Da kann man ihn auch angucken, ne? 31. Ja. Naja, gut ist der nicht. Ist einfach ein Amateurspieler. Oh, den guten Torwart. Ich glaube nicht, dass wir dann großartig Stiche setzen können bei der Kiste. Und müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die Nummer lösen hier. Erstmal der rechte Mittelfeldspieler Behrendt, der muss jetzt erstmal raus. Schaub kriegt mal wieder ein bisschen Einsatzzeit. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir dann sonst noch den ein oder anderen Spieler nutzen. Ja, Plank könnte ja sogar auch noch defensiv im Mittelfeld spielen. Sollte mal Ettinger sich ein bisschen erschöpfen, weil die Defensivwert unterscheidet sich ja jetzt nicht wirklich großartig. Eigentlich die Schwäche hier dieses defensiven Mittelfeldspielers ist einfach die Verteidigung. Habe ich aber trotzdem entschieden, weil eben halt er diese Skill halt noch hat, ne? Der defensive Mittelfeldspieler mit etwas Glück gelingt und auch mal das eine oder anderen Stelle einen Ball abzufangen. So, wir haben ein Problem und zwar Semken jetzt auch nur im Ansatz gescheit in Szene zu setzen. Das wird ein kleines Problem für uns werden. Wir schauen mal, ob wir mit der Aufstellung recht bekommen oder nicht. Ich versuche mein Bestes hier gegen Unterhaching, aber sieht mir eher nach einem Unentschieden aus, ne? Mal schauen. Man muss halt in diesem Liga-Bereich, wenn man noch so wenige Fähigkeiten hat, sich mal Lücken auftun. Und wenn die Lücken dann offen sind, die halt eiskalt nutzen, ne?
Oh, der versucht ihn sogar abzufangen. Darf es ja nicht glauben. Hol mal den defensiven Mittelfeldspieler hier raus. Und ihm gelingt der Abfall, weil Trapp einfach mal komplett abschlaft und eine 1 würfelt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also unfassbar. Das ist ja mal ganz, ganz übel. Da machen wir ein Pressing, bevor das auch noch schief geht. Das würde jetzt immer noch nicht reichen. Hätte den Ball gerne, ja, aber sieht nicht gut aus. Ja, auch keinen guten Verteidigungswert. Ich versuch's mal mit dem Zweikampf. Aber mit etwas Glück gelingt uns das. Ja, der eine gute Kontrolle, Ettinger. Das ist wiederum eine Stärke vom Ettinger, dass er die hat. Und, ja, dann passen wir mal da noch rüber. Dann kann Klöpsch dann zeigen, was er drauf hat oder eben nicht. Mal gucken, ob wir da irgendwie zum Erfolg kommen. Nee. Es scheitert schon ein bisschen so am Ballbesitz jetzt hier. Ja, haben einen Ball in unserer Halbzeit leider früh verloren. Das ist natürlich auch ziemlich ärgerlich. Ein 26er Verteidigungswert. Das ist natürlich ganz, ganz übel. Gehen wir mal mit ihm hier rüber. Defensive Mittelfeldspieler versucht sich hier hinzustellen. Ein Zweikampf versuchen wir mal. Jawohl, der ist uns gelungen. Und dann wird er gleich wieder weg sein, der Ball. Ja, klar. Ich sag doch, das wird eher ein Unentschieden. Ja. Jetzt haben wir mal das Abfangen. Ist uns gelungen mit Ettinger. Gut positioniert von mir. Verliert aber leider wieder den Ball. Ja. Pressing bitte. Aha. Nee, der soll sich da nicht hinbewegen. Der soll einen Zweikampf führen. 1:1, ja, Da ist man ja froh, sogar wenn man einen Ball bekommt. So 11 Aktionen noch. Teufel komm raus, versuche ich jetzt mal irgendwie den Ball zu behalten. Diesmal konnte Ettinger seine Stärke... Oh, Mensch! Zeigen, Ortmeier kriegt Geld für sein fieses Foul. Und dann sind wir wieder dran. Pass auf Semkin. Jetzt wird's gleich traurig, Leute. Pass auf Klöpsch. Und Klöpsch läuft aufs rechte Mittelfeld raus. Und jetzt haben wir das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Einen der Verteidiger rauszuziehen aus der Nummer. Bringt mir aber nicht viel. Ball ist weg. Null zu null. Halbzeit. Ja, wie gesagt, also Leute, tut mir leid. Seht ihr einfach jetzt nicht die Chance, ein Tor zu machen. Ist eine echt miese Nummer. Ja, deswegen schone ich jetzt sogar auch tatsächlich jetzt mal Ettinger. Über den ja eigentlich fast schon das ganze Spiel gelaufen ist, um ganz ehrlich zu sein. Klöpsch darf man ein bisschen weiterspielen noch. Also wirklich mit Ruhm bekleckern wir uns jetzt hier gegen Haching leider nicht. Ist ein hartes Gebolze. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt so ein bisschen machen. Plank natürlich auch deswegen jetzt drin, damit wir halt hier ein bisschen unsere Jugend ein bisschen weiter trainieren. Oh, da geht jetzt auf den Flügel, das ist gefährlich. Können jetzt eine Flanke spielen. Läuft aber irgendwie rein in den Strafraum. Oder versucht es zumindest. Das gelingt ihm nicht. Ist ein rechter Stürmer, deswegen kann er halt diese Fähigkeit zum Reinlaufen. Und ja. Muss nicht sein. Upsa, verklickt. Langer Pass zu Schaub. Da könnt ihr abfangen. Langer Pass zu Trapp. Einmal 7 ist halt trotzdem stärker. Klöpsch ist aber ein ziemlich... Ich versuch's mal. Knapp geschafft. Das gibt uns aber halt natürlich die freie Aktion, ne?
Ach, das darf doch nicht wahr sein, dass der Ball jetzt verloren geht. Oh, ist das bitter. Man hat einfach manchmal auch Pech auch noch, ne? Ach gut, da kommt durch. Also mit Glück sind die jetzt da durchgekommen, aber jetzt kommt genau die letzte Verteidigungslinie. Miller hat glänzen können, hat eine Riesenparade gezeigt. Was ein Glück jetzt für uns. Und wir wechseln nicht. Gibt eine Eckball, ist hochgradig gefährlich. Jetzt müssen wir wieder darauf achten, dass wir unseren Spieler so einsetzen, dass wir die Typen, der hat eine schlechte Kontrolle, der hat auch eine schlechte Kontrolle. Wie sieht es bei dem 31? 17, 13, 15. Unsere Kontrollwerte sind auch nicht so gut. Also eins ist klar, Frankenstein versucht ihn zu blocken. Und hier machen wir auch die Manndeckung mit den beiden hier. Hoffentlich gelingt es uns. Und jetzt kommt die Eckball. Naja, gut, da haben wir uns schon mal durchsetzen können. Hier haben wir uns auch durchgesetzt. Wir haben also jetzt hier den Strafraumkampf für uns gewonnen. Erobern auch damit den Ball. Sehr schön. Ja. Jetzt hier nochmal ein Zweikampf. Gegen uns leider gelingt er ihm. 41 zu 16. 34. 34 zu 16. Boah, war das knapp. So, Klöpsch. Das ist ein gelupfter Pass. Auch ein gelupfter Pass. Hier ist es nur ein Pass. Das kann er nie schaffen. Mit seinem miserablen Passwert. Bist du froh, dass er überhaupt einen Ball passen kann? Ja, jetzt brauchen wir aber auch ganz viele Züge, um an den ranzukommen. Ja, die Hachinger sind sehr zweikampfstark, ne? Das macht es uns jetzt auch nicht gerade leicht. So, der junge Kerl hier. So, dann noch einmal über die Kontrolle. Jetzt alles oder nichts, meine Lieben. Mit der letzten Aktion, vielleicht schaffen wir es noch. Zweikampf jetzt erstmal hier vom jungen Schraub gewonnen. Was macht jetzt die KI? Interessant. Ein bisschen leveln sozusagen war das jetzt. Trapp kann 1, 2, nee, der Ball muss. Okay, dann machen wir das jetzt so. Erste Aktion, Bewegung. Jetzt müsste der normale Pass kommen. Der wird aber schief gehen. Dann versuchen wir es mal mit dem Glupfenball. Voll in den Gegner. Zweikampf nochmal versuchen, an den Ball zu kommen. Ist uns nicht gelungen. Ganz lahmes, ganz fieses, ganz schlechtes 0 zu 0. Tut mir leid, Leute. Echt. Wir hatten mehr vom Spiel. Es gab nur einen einzigen Torschuss. Boah, war das eine bittere Nummer. Ha, Ettinger gilt als Spieler des Spiels. Ja, das sagt schon viel aus, wenn es der defensive Mittelspieler plötzlich ist. Blank, guck mal hier, 23 Punkte gemacht hier dabei. Schaub auch nochmal 25 hier gekriegt. Ne? Ist schön, wenn die ein bisschen aufleveln, die jungen Leute. Und da passiert was. Schaub hat ein Upgrade, meine Lieben. Das ist ganz wichtig. Jetzt können wir ihn nämlich definieren. Und selbstverständlich mache ich hier eins. Ich gehe auf den Amateur, also jetzt haben wir einen Amateurspieler, jetzt kommen wir einen Amateur-Mittelfeldspieler. Und ja, es ist folgendes, kann sich zwei Felder ohne Ball bewegen. Das bringt ihm schon ein bisschen nach vorne, dem jungen Mann. So, lernen. Großartig. Jo, immerhin ein bisschen Tickets verkauft
Und dann schauen wir uns mal unsere Tabellensituation nach diesem Unentschieden an. Das dürfte jetzt nicht so allzu prickelnd sein. Genauso ist es auch. Wir haben leider unseren ersten Platz eingebüßt. Aber ein Spiel werde ich euch noch zeigen, in der Hoffnung, dass der ein oder andere von unseren guten Spielern natürlich jetzt erholt ist. Ja, Haching kann sich frohn schreiben, hier nochmal einen Punkt geholt zu haben. Aber wie gesagt, wir sind einfach mit dem Kader so nicht ganz perfekt aufgestellt, ne? Ist ziemlich ausgedünnt, die Kiste, und entsprechend dessen haben wir halt auch ein bisschen Probleme. So, oh, 15% Preisreduktion für Hesse, ja, kein Wunder, der kann ja auch nichts. Da lese ich mal Barcode. Okay, erstmal weiter. Und jetzt geht's gegen Jena, die haben gerade mal 3 Punkte, was ich nicht verstehe, weil die auch mit 1,5 Sternen gewertet werden. Ja, Hubner könnt ihr euch leider nicht leisten. Ich will die auch gar nicht verkaufen, ne? Das wäre ja halt schon viel gewesen. 200.000, das muss man sich mal überlegen. Völlig irre. Wäre echt gut. Ja. So. Wir sollten mal tunlichst wieder was dafür tun, dass wir auch gewinnen können. Und entsprechend dessen müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen auf andere Stürmer setzen. Die haben leider eine gute Abwehr, sind aber auf der linken Seite schlecht. Wisst ihr was? Vielleicht. Der Libero ist scheiße gut. Da komme ich ja kaum durch. Da komme ich kaum durch. Shit. Okay, Trapp ist 28, Klöpsch ist 27. Klöpsch ist aber auch der bessere Spieler als Trapp, meiner Meinung nach. Behrens schon mal nochmal. Helmerichs müssen wir dann auswechseln. Der Torwart ist schlecht. Mal gucken. Mal gucken. Zweites Spiel. Ich will 3 Punkte sehen. Ja, hier wieder schlecht gewürfelt von Ettinger. Jetzt geht es hier in den Zweikampf. Den verliert er. Hat auch eine ganz starke Genauigkeit von 37, jetzt wegen Motivation. Die Stürmer sind gefährlich von Jena. So, Helmerich sollte ich anspielen, so schnell das geht. Ist zu weit. Oder? Ja. So, Jena dran. Pressing, okay. Immer noch Kontrolle, hohe. Jetzt kommt der linke Verteidiger Hollweg raus. Nimmt den Ball weg, das ist klar jetzt. Und der geht raus auf den Flügel. Der hat einen Verteidigungswert von 32. Nett. Versuchen wir ihm mal ein bisschen zuzustellen. Ja.
Aha. Interessant, was jetzt Jena gerade eben gemacht hat, denn Jena hat eben so fast so gut wie gar nichts gemacht. Ja, Jena weiß auch, dass sie so gut wie nicht an den Ball kommen kann. Uff. Zum Glück haben wir diesen Zweikampf gewonnen, aber den Ball können wir ja gar nicht behalten. Der ist ja gleich wieder weg. Der Außenverteidiger da von Jena ist schon ziemlich stark, ne? Eine richtige Wucht ist der. Okay. Alter. Hollweg ist ja mal wirklich, der ist ja mal wirklich böse drauf. Motiviert und erschöpft ist der, okay. Aggressiver Zweikampf. Jawohl, den wollte ich jetzt mal sehen hier. Mal gucken, ob ich da nochmal gefoult wird auf der Außen. Jawohl, jawohl, da ist es faul. Nein, das wollte ich natürlich nicht. 2 Tage, aber nur verletzt. Ist so eine kleine Verletzung, ist so eine kleine Schramme. Ist nicht so schlimm. Trotzdem ärgerlich, natürlich. Und glattrot. Hollweg ist weg. Die Attribute aller Spieler wurden um 15% gesenkt. Sehr schön. Das ist die Chance zum 1 zu 0 für uns. Ganz klar. Trapp wird den Freistoß schießen. So. Und Handdrick. Zweikampf verloren. Der Schuss würde definitiv treffen. 1 zu 0. Ich würde behaupten, dass Jena den besten Spieler verloren hat. Und genau über die Seite, wo der gespielt hat, haben wir jetzt dieses Tor gemacht. So, Ettinger darf nochmal geschont werden. Wir führen 1 zu 0. Muss dann mal jetzt mal raus. Und dann, ja, geht's weiter. Startet zweite Halbzeit. So. Ich mal, oder? Ja, das probiere ich. Der hat schon mal versagt. Und der schafft es auch nicht. Ja. Die haben nämlich nicht so gute Verteidigungswerte, die Gegner hier. Ja, schieße. Helmerichs, 2 zu 0. Macht alleine einfach den Unterschied, der Typ. Das ist halt genau das, wenn du Helmerichs ist halt absolut wichtig für uns. Und ja, der macht einfach die Tore. Punkt aus, fertig. So, Auswechslungen. Null. Achso, ja, ich habe schon dreimal gewechselt, ne, oder? Nee, habe ich. Ich überlege gerade noch was anderes, Leute. Ja, ich spiele ihn einfach nicht an, dann verliert er auch keine Energie mehr.
Ja, okay. Haben sie blank den Ball abgenommen. Ja, es war da auch keine Chance. 36, 15. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt nicht durch. Ja, okay, kann ich mitleben. Soll ich den jetzt mal fies grätschen? Nein, die Grätsche geht ins Leere. Das ist bitter. Ich spiele den Ball einfach ganz weit weg jetzt. Und jetzt bin ich gespannt, was die KI noch zu bieten hat. Jena, Entschuldigung. Auch einen langen Ball gespielt. Pressing gegen Plank nochmal. Nummer 2 Kampf jetzt. Den verliert der Plank. Das kann passieren. Stand Feli, Zweikampf jetzt hier. Und ein Foul, das ist natürlich blöd. Der ist verletzt, das habe ich nicht gewollt. Entschuldigung. Gelbe Karte für Stan Feli, das muss ja auch jetzt nicht sein. Zwei Wechsel nochmal bei Jena. Und, ja. Jetzt darf ich wohl mich positionieren. Hätte ich gerne Pichler wieder hier in der Mauer. Dann nehme ich noch Klöpsch in die Mauer. Nehme ich noch Helmer rechts in die Mauer. Nehme ich noch. Ja, wartet mal. Hubner fällt zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, der ist abgeprallt. Wo ist der Ball jetzt beim Torwart? Oh ja, der Torwart hat ihn am Fuß, okay. Wir haben noch eine Aktion, die gelingt ihm gegen den Torwart. Und es gilt als Tor. Das ist ja mal das merkwürdigste Tor, was ich jemals gesehen habe in dem Spiel, Leute. Was für ein lustiger Gegentreffer. Okay, das ist jetzt echt geil. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, meine Lieben. Ja, komm, ich habe gesagt, ich spiele den Helm richtig nicht mehr an. Pass. Och Mann, ey. Wie kann man denn das so dumm würfeln, ehrlich. Zweikampf, schon wieder nichts. Oh Gott, ey. Ja, noch eine Aktion. Kann ich damit irgendwas halbwegs Sinnvolles machen? Ja, ich bewege den Plank. So. 2 zu 1. Bitteres Gegentor noch gekriegt. Ganz blöd, ey. Naja, egal. Wurscht. 3 Punkte sind 3 Punkte. Das wollte ich ja haben. Was für eine Pille, die wir da gekriegt haben von Jena. Ganz, ganz schlimm, ey. So, ein Helmerich ist der Spieler des Spiels, ist klar. Ettinger, ja, auch gut gewesen. Pichler nochmal, okay, alles klar. Und als weiter mit dem Level. Und ein Upgrade für unseren Libero. Das ist ganz wichtig. Das will ich haben. Der hat nämlich ja auch dieses Ausdauerding bekommen. Das ist mega toll. Der ist aber auch schon 31. Wie kann er nicht mehr lernen? Ja, der könnte das aber auch echt nochmal machen. Attribut im Fokus. Das Spiel lernt die Fähigkeiten, die er auf dem Platz geübt hat, im Trainingseinheiten anzuwenden. Wenn er eine neue Stufe erreicht, wird das Attribut, das er trainiert, um 2 erhöht statt um 1. Okay. Ich könnte seine erste Fähigkeit mit dem langen Ball nochmal steigern. Hier wär's. Verletzungswahrscheinlichkeit. Da kann er sich nochmal besser erholen.
halt schon auch schon 31. Ja, komm, wir machen einfach Talent auf nächste Stufe zu steigern. Soll er jetzt mal lernen? Wie lange dauert das? 2 Jahre, 6 Monate. Das kann er sogar noch schaffen. So, okay. Kann ich auch übrigens mit meinem, wie heißt es hier, die Ressource? Ich glaube, ja, mit meinem Ruhm kann ich das sogar noch mal verbessern. Ne? Also ich könnte das schneller, Entschuldigung, ich könnte das schneller abschließen. Okay. 2:1 gegen Jena. Schauen wir uns die Tabellensituation an. Sehr schön, 11 Punkte jetzt, 7:1 Tore. Unsere Tordifferenz ist die beste. Wir haben auch die wenigsten Buden gekriegt. Jena kann sich beglückwünschen für dieses eine Tor. Und ja, ich bin ganz zufrieden bisher, wie die Saison in der vierten Liga läuft. Ne? Also wirklich jetzt. Torjägerliste, schaut mal hier, Helmerichs, der geht ab wie noch was. Behren die meisten Vorlagen, obwohl er fast die ganze Zeit jetzt immer nur auf der Bank war. Mal einen kleinen Blick jetzt nach 4 Spielen mal reinwerfen, wie es aussieht. Ja, eine Parade für Miller, herzlichen Glückwunsch. Helmerich ist auch schon okay, alles klar. Spielerstatistiken und Analysen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oder eben auf Fortfahren und sind dann am Ende dieser Folge angekommen. Also, nicht vergessen, mir jetzt demnächst auch mal bei Twitch zu folgen, um mich live zu erleben, mit mir zu chatten und mit mir Entscheidungen zu fällen gemeinsam, würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen und natürlich gerne immer Like raus, Kommentar unter das Video oder ein Abo, das wäre super nice. Dankeschön, bis zum nächsten Video, euer Bencake28. Ciao, ciao.